Hallo von einem schönen, aber jetzt gerade auch relativ lauten Strand auf Sizilien. Eigentlich hatten wir gar nicht unbedingt geplant, hier zu landen, aber das schöne Wetter und die vielen, vielen Ausflugsziele, die es hier gibt, haben uns hierher gebracht. Und eins dieser Ausflugsziele haben wir euch letzte Woche schon gezeigt. Da haben wir euch nämlich mitgenommen ins wunderschöne Taormina. Das war wirklich richtig toll. Und heute soll es weitergehen zu einem weiteren Highlight Siziliens. Wir wollen uns nämlich den Ätna anschauen, den höchsten aktiven Vulkan Europas. Der ist gar nicht weit von hier. Und ich würde sagen, los geht's! Und damit nochmal guten Morgen aus San Marco in der Nähe von Taormina. Mhm. Hier waren wir jetzt die letzten Tage auf einem kleinen, süßen, einfachen Stellplatz. Das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Hier konnten wir alles mal machen, was wir wollten. Fähr- und Entsorgung, bisschen draußen sitzen, in der Sonne, unter der Markise. Mhm. Es war sehr, sehr schön. Aber jetzt soll es, wie gesagt, weitergehen. Wir wollen uns den Ätna anschauen. Eine Stunde elf, sagt das Navi, ist die Fahrt. 42 Kilometer, also gar nicht so weit, aber ja, sehr viele Serpentinen, die auf den Berg raufführen. Man kann fahren bis auf ungefähr 2000 Meter. Mhm. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Je weiter wir hochfahren, desto mehr entwickeln sich die Schäfchenwolken hier zu einer dichten Wolkendecke. Also ich hoffe, dass wir überhaupt was sehen. Also vielleicht kommen wir über die Wolken. Das wäre gut. Mal schauen. Hier sieht es auf jeden Fall gerade sehr, ja, ich würde sagen, herbstlich aus, weil die Bäume sind natürlich kahl, weil es ja Winter, aber hier liegt total viel Laub. Sieht ein bisschen ungewöhnlich aus und vor allem großer Unterschied zu unten. Und hier das ist auch schon. Jetzt Lava. Ja, hier ist jetzt Lava. Oder kurzer erster Wetterbericht. Unten haben wir 17 Grad. Hier sind es jetzt nur noch 11. Und wir sind so zwei Drittel hoch. So, und jetzt sind wir angekommen auf dem Parkplatz auf ungefähr 2000 Metern Höhe. Da vorne haben wir geparkt. Wir sind tatsächlich über viele Wolken drüber gekommen. Also hier scheint jetzt wieder die Sonne. Allerdings ziehen die Wolken gerade auch wieder mehr und mehr hier hoch und hier rein. Also müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber die Fahrt hier hoch war in jedem Fall schon mal sehr cool, sehr spannend, sich diese Landschaft hier anzuschauen. Die ist neben definitiv besonders, dieser ganze schwarze die Lavagestein und die Ascherückstände, die hier überall sind. Also es ist ja definitiv sehr imposant. Hier oben ist es allerdings sehr kalt und sehr windig. Also das Thermometer ist jetzt irgendwie noch bei 7, 8 Grad und der Wind vor allem ist wahnsinnig kalt. Und ja, mit den Wolken hier geht es eigentlich. Aber da vorne zieht es dolle rein. Also wir müssen gleich mal gucken, ob wir noch einen Moment abwarten, wie sich das entwickelt. Wir schauen mal. Der Pringles-Packung kann man auf jeden Fall die Höhenluft ansehen. Vor anderthalb Stunden saßen wir noch im T-Shirt am Strand und jetzt stehen wir hier eingepackt, ganz dick und frieren trotzdem ein bisschen. Yeah. Also ja, mal gucken, dass wir ein bisschen Bewegung bekommen. Yep. Thank you.
Ja, ist wirklich krass. Hier sind jetzt innerhalb von 2 Minuten komplett die Wolken reingezogen. Also da oben die Station, die liegt jetzt komplett in den Wolken. Wir haben es auch gerade noch mal im Internet auf einer Live-Webcam uns angeguckt. Also man sieht wirklich gar nicht viel. Ja, es macht einfach überhaupt keinen Sinn, da jetzt hochzufahren. Nee. Und vor allen Dingen geht die letzte Fahrt runter um 15.50 Uhr und wir haben es jetzt schon nach 1 Uhr. Also hatten wir auch nicht so viel Zeit da oben. Und ich denke, wir wollten sowieso eine Nacht hier schlafen. Wir vertagen es also und gucken mal, wie morgen früh das Wetter ist. Ja, wir laufen jetzt stattdessen einfach erst nochmal hier unten ein bisschen rum. Wir sind aber ehrlicherweise gerade auch ein kleines bisschen erzürnt, denn wir haben das Preisschild gesehen für die Gondel und die Fahrt hoch und runter kostet pro Person jetzt 50 Euro. Wir wissen, dass es letztes Jahr noch 30 Euro waren von mehreren Leuten. Und ja, 50 Euro ist schon ordentlich. Ja, das ist in jedem Fall ein happiger Preis für so eine relativ kurze Fahrt. Wir haben auch die Google Maps Bewertung uns angeschaut. Da beschweren sich auch ganz, ganz viele Leute darüber, sowohl Touristen als auch Italiener. Und ja, hoffen, dass die Seilbahnbetreiber diese Preispolitik, die Erhöhung, fast Verdopplung, vielleicht nochmal überdenken. Das Interessante ist, der Seilbahnbetreiber antwortet auf jeden dieser Kommentare. Die Art und Weise, wie sie das machen, ist aber ganz schön, ja, sehr harsch und schon fast beleidigend, ja, in manchen Fällen. Also ja, das schon, ja, sehr interessant. Aber naja, gut, es ist wie es ist. Wir laufen jetzt, wie gesagt, hier unten ein bisschen rum, gucken, ob wir hier schon irgendwo auf irgendeinen kleinen Krater laufen können. Mal schauen. Es ist immer noch sehr, sehr kalt, sehr, sehr windig. Ja, das war ein kurzes Vergnügen. Draußen, sobald man aus den windgeschützten Bereichen rausgeht, kann man kaum mehr stehen. Also es ist keine Chance, da irgendwie sich ausgiebig was anzugucken. Wir haben uns stattdessen jetzt in eins der Restaurants verzogen und haben hier eine Carbonara bestellt und einen Kuchen und machen uns jetzt hier einen schönen Nachmittag. Die Preise im Restaurant, die waren jetzt hingegen sehr, sehr günstig, muss man sagen. Wir haben 33 Euro bezahlt für 2 Getränke, ein Hauptgericht, einen Kuchen, 2 Cappuccino und einen Nachtisch. Und da waren schon 5 Euro Trinkgeld mit drin. Also das schon, ja, erstaunlich günstig. Das relativiert dann vielleicht die Kosten für die Seilbahn morgen ein bisschen. Zweite Notiz. Wir haben es inzwischen nur noch 4 Grad und gerade kamen ein paar Schneeflocken sogar vom Himmel. Also es ist, ja, ist frisch hier. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Gas in den Flaschen. Musik.
Guten Morgen. Die Nacht hier auf dem Parkplatz war sehr schön ruhig, aber in jedem Fall kalt. Es hat gestern Abend noch richtig stark angefangen zu schneien, was teilweise sogar bis heute Morgen liegen geblieben ist. Und jetzt hier seit 5 Minuten schneit es auch schon wieder. Also es ist in jedem Fall ein Testament dafür, wie kalt es hier heute Nacht war. In jedem Fall unter Null. Jetzt gerade sind es auch nur so 1, 2 Grad. Das ja, ist ein großer Unterschied zu unten an der Küste. Zum Glück war es innen drin muckelig warm. Wir haben ja eine Heizung, die hat uns warm gehalten. Da haben wir also von den Temperaturen draußen gar nicht so viel mitbekommen. Auch wenn es jetzt gerade sehr ungemütlich wird. Wir sind extra sehr früh aufgestanden heute, um die allererste Gondel hochzunehmen. Denn heute Morgen, die ersten so 2-3 Stunden des Tages, sollte eigentlich strahlender Sonnenschein sein. Ich kann euch sagen, das stimmt nicht. Also der Wetterbericht hier hat es offensichtlich ein bisschen schwierig. Gestern sollte ja eigentlich auch die Sonne scheinen. Aber vielleicht liegt es daran, dass wir hier so hoch sind. Vielleicht liegt es daran, weil wir hier auf der Mittelmeerinsel sind. Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt mal noch ein bisschen abwarten, was so passiert. Und wir sehen uns gleich wieder. Aber ich würde sagen, während wir jetzt noch ein bisschen warten und die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben und vielleicht jetzt erstmal ganz in Ruhe frühstücken, zeigen wir euch ein paar Drohnenaufnahmen, die ich direkt heute Morgen gefilmt habe, noch bevor es angefangen hat zu schneien. Der Ätna, der 2013 von der UNESCO in die Liste der Weltnaturerbe aufgenommen wurde, ist mit über 3300 Metern der höchste aktive Vulkan Europas. Er bricht regelmäßig aus, häufig mit kleinen Eruptionen, jedoch in unregelmäßigen Abständen alle paar Jahre auch mit großen, teils verheerenden Ausbrüchen. Das bedeutet auch heute noch jedes Mal eine Bedrohung für die Bewohnerinnen und Bewohner der Städte und Dörfer an den Hängen des Ätna. Wieso sollte man sich hier niederlassen, wenn es doch so gefährlich ist? Das liegt am vulkanischen Boden. Die verwitternde Lava ist äußerst fruchtbar und daher perfekt für die Kultivierung von Orangen, Zitronen, Oliven, Feigen und Pistazienbäumen, Getreide und Wein. Wir hatten leider weder Glück mit dem Wetter, noch haben wir einen Ausbruch zu sehen bekommen. Aber einmal auf einem echten, aktiven Vulkan zu stehen, die erkalteten Lavaströme und Krater der vergangenen Jahre zu sehen und sich so ein Bild von den schier unglaublichen Kräften zu machen, die hier bei einem Ausbruch wüten müssen, war auch so ein tolles Erlebnis. So, wir haben jetzt noch mal ein paar Stunden verstreichen lassen, aber anstatt besser zu werden, ist gerade eine stark Schneefallwarnung auf dem Handy aufgeploppt für heute Nachmittag. Jo. Was das bedeutet, seht ihr vielleicht daran, dass wir auf unseren Fahrerhaus sitzen. Wir fahren jetzt weiter. Es macht keinen Sinn. Morgen und übermorgen ist ja auch schlechtes Wetter angesagt. Danach soll es wieder gut werden. Und wir können jetzt hier nicht 3 Tage aussitzen. Nee. So viel Zeit haben wir auf dieser Reise diesmal nicht. Es ist schade, aber es ist, wie es ist. Kann man nichts machen. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Ein bisschen enttäuschend. Es fängt gerade wieder zu schneien oder so, so hagelmäßig. Ja, wir fahren jetzt weiter Richtung Norden, zur Küste nach Cefalù. Ein
scheinbar sehr, sehr schöner Ort an der Küste. Und ja. Schauen wir uns mal an. Schauen wir uns an. Mhm. Weiter geht's. Ja, das ist echt verrückt. Von hier unten sah es jetzt gerade so aus, als sei der Gipfel wolkenfrei und komplett in der Sonne. Aber das täuscht. Wir haben gerade nämlich jetzt extra nochmal die Livecam der Gondel uns angeschaut. Also da sieht es immer noch genauso aus wie vor 10 Minuten auch. Es muss irgendwie mit der Perspektive zusammenhängen. Also es täuscht. Sonst würden wir jetzt wieder umdrehen. Und jetzt sind wir angekommen im Hafen von Cefalù und stehen hier in einer ganzen Reihe von Wohnmobilen. Das zeigt mal wieder, die Stadt ist tatsächlich touristisch sehr interessant, sehr beliebt, im Sommer wie im Winter. Und ja, wir werden uns davon gleich selbst überzeugen, inwiefern das stimmt, wie viel daran dran ist. Aber wir sind da zuversichtlich. Die Fahrt hierher war eigentlich sehr entspannt, denn zwei Drittel waren mautfreie Autobahnen. Aber es hat extrem viel geregnet und es hat richtig starken Hagel gegeben. Ihr habt das ja wahrscheinlich gesehen. Das hat es dann doch relativ anstrengend gemacht. Aber ja, landschaftlich war das sehr interessant, sehr bergig, sehr dünn besiedelt, also extrem dünn besiedelt. Ich glaube, wir sind sogar durch den Nationalpark gefahren. Ich muss gleich nochmal auf der Karte schauen. Also es könnte sein, dass man sich das nochmal irgendwann in Ruhe anschauen könnte. Aber das machen wir jetzt definitiv nicht. Wir gehen jetzt los in die Stadt. Es ist schon... Wir haben 15 Uhr, also wir haben noch so 3-3,5 Stunden Sonne. Die wollen wir nutzen, also keine Zeit verlieren. Los geht's. Let's go. Auch hier ist es heute leider sehr windig, aber wir hoffen mal, dass wir in der Altstadt ein bisschen windgeschützter sind und dass wir das da nicht so mitbekommen. Ja, wir haben sogar unsere dicken Jacken angezogen. Jo. Vom Hafen bis in die Altstadt ist es ein Fußweg von so 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten, wenn man langsam ist. Ja. Und der Hafen, der ist jedenfalls schon mal super schön. Also voll. Jetzt, wo die Sonne wieder scheint, ein Traum. Ja.
Solltet ihr im Gegensatz zu uns im Sommer hierher kommen und zu einer Zeit, wo die Brandung nicht die Hälfte des Strandes verdeckt, dann ist das hier in jedem Fall the place to be. Also wir haben Fotos davon gesehen, wo jeder Quadratzentimeter dieses Strandes mit Schirmen und Badegästen belegt ist. Ein sehr schönes Bild. Davon kann man heute ja, nur ein bisschen was erahnen. Aber schön ist es trotzdem, auf jeden Fall. Also sehr, sehr, sehr cool. Da hinten gefällt mir gar nicht. Wir sind hier jetzt gerade runtergegangen zu einem mittelalterlichen Waschhaus. Es ist ehrlicherweise nicht ganz so spektakulär, aber die ganze Stadt ist super alt, also schon über 2500 Jahre und wurde auch schon von wirklich ganz vielen unterschiedlichen Herrschern besiedelt, besetzt. Ja, Römische Reich, Griechen, Byzantiner, Araber, ist das Gleiche, ne? Ja, wahrscheinlich. Und die Normannen dann. Und sagt der Wikipedia-Artikel, hast du schön das auswendig gelernt. Gut gelernt, ne? Ja, auf jeden Fall super spannend. Jetzt im Winter wirkt das hier alles so ein kleines bisschen ausgestorben. Die allermeisten Läden haben zu. Aber es ist in jedem Fall trotzdem sehr, sehr süß. Es gibt viele so, ja. So viele kleine Gassen wie hier. Mhm. Wirklich einfach süß. Richtig schön. Ja. Das sieht ganz schön beeindruckend aus. Thank you.
Wow, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Also, habe schon lange nicht mehr so eine beeindruckende Kirche von innen gesehen. Krass. Und zack, haben wir es dunkel. Wir haben zwei, drei Stunden später Zeit, in der wir die Kamera mal hauptsächlich weggelegt haben, denn wir hatten unsere Hände voll mit leckerer Pizza. Mhm. Wir waren gerade Pizza essen in einem sehr schönen, kleinen, süßen Restaurant. Ja, war und sehr haben, lecker. Ja, haben einfach mal den Abend genossen und jetzt gerade genießen wir den Weg zurück zum Hafen. Wir sind gleich schon da. Wir sind noch so ein bisschen durch die abends schön beleuchtete Stadt gelaufen. Der Wind ist deutlich weniger geworden. Überall leuchten Straßenlaternen und ein Leuchtturm. Es ist sehr, sehr schön. Ja. Ja, wir haben gerade unser Fazit schon gezogen. Wir fanden den Ausflug hier nach Cefalù richtig, richtig gut. Mhm. Es ist total klein, aber das macht es irgendwie auch aus, dass man nicht halt irgendwie stundenlang hier alles sich anschauen muss, sondern dass alles sehr schön klein, kompakt ist. Ja. Und es ist eben, wie gesagt, wirklich super schön, absolut eine Reise wert und entschädigt für unser Unglück ein bisschen beim Ätna. So, und wir gehen, wie gesagt, jetzt gerade zurück zum Camper und machen vielleicht noch den Fernseher an. Yep. Essen noch ein kleines Eis als Nachtisch, würde ich sagen. Und dann verabschieden wir uns in die Nacht. Mhm. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns auch für jetzt, für dieses Video. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns hier ein bisschen dabei zu begleiten. Wir melden uns nächsten Sonntag auch schon wieder. Vielleicht aus Palermo, wir wissen es noch nicht. Ja. Mal schauen, ihr werdet es in jedem Fall sehen. Ja. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder mit einschaltet. Mhm. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr unter diesem Video einen Daumen hoch da lasst. Beides würde uns sehr, sehr freuen. Und damit, vielen Dank fürs Zuschauen, viele liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich kann auch in die Kamera gucken und was sagen. Soll ich was sagen? Mhm. Hallo, hallo. 1, 2, 3, Test. Diese Melone schmeckt sehr gut. Cool. Bitte hör auf, mich zu filmen. Okay. Tina hat die 2 Stunden Fahrt hierher genutzt, um die Wikipedia-Artikel über Cefalù zu lesen. Wie ein guter Mensch. Danke. Bitte. Jetzt muss ich einmal kurz aufpassen, damit ich nicht vom Auto überfahren werde. Jetzt musste nochmal ein Auto vorbei. Jetzt schon was los hier gerade. Ja. Warte mal.